Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer draußen im Stream, hier in der Tribüne, auf der Tribüne sind leider keine mehr. Wird in den Beratungen des Entwurfs im zuständigen Ausschuss A17 für Klimaschutz, Umweltschutz, Landwirtschaft, Naturschutz und Verbraucherschutz hatten wir diesem Entwurf noch zugestimmt. Im Haushalts- und Finanzausschuss hatten wir ihn dann abgelehnt. Und das werden wir auch hier im Plenum tun. Das verdient jetzt natürlich auch noch eine Begründung. Die Zustimmung im A17 begründete sich auf die Tatsache, dass der Etat insgesamt nicht gekürzt wird. Das ist beachtlich angesichts der selbstverschuldeten Haushaltsmisere durch ein verfassungswidriges Beamtenbesoldungsgesetz, das sehenden Auges durchgestimmt wurde. Zu befürchten waren jetzt Kürzungen auch im Einzelplan 10. Und wir würdigen nach wie vor, dass die nicht eingetreten sind. Aber der Umgang mit konstruktiven Vorschlägen in den Themenbereichen des Ausschusses gibt jetzt den Ausschlag. Die Regierung hatte 2012 vollmundig angekündigt, sie wolle weiterhin auf die Opposition zugehen und offen mit Änderungsvorschlägen umgehen. Als Minderheitsregierung war sie von 2010 bis 2012 dazu gezwungen. Und die Erfahrungen waren wohl so schlecht nicht gewesen, wenn sie nach der Neuwahl ankündigte, auf diese Weise weitermachen zu wollen. Die Wirklichkeit im Bereich A17 straft sie seit 2,5 Jahren komplett Lügen. Mag sein, dass es sich in anderen Bereichen anders verhält, aber in unserem Bereich, da rühren die Regierungsfraktionen Beton an. Jeglicher Oppositionsantrag wird in Bausch und Bogen und ohne inhaltliche Auseinandersetzung abgelehnt. Man kann mit fundamental oppositionellen Anträgen anders umgehen als mit konstruktiven. Aber genau das wird nicht getan. Und das gilt nicht nur für unsere Anträge. Auch die CDU hat durchaus mal konstruktive Anträge gebracht. Die werden genauso behandelt. Gerade unsere konstruktive Oppositionsarbeit ist offensichtlich unerwünscht. Sie wird systematisch missachtet, abgebürstet, als sei sie fundamentalistisch. Konsequent wird Politik 1.0 betrieben. Bisher hatten wir den Einzelplänen 10 trotz Kritik noch zustimmen können. Ab jetzt und für die Zukunft fordern wir die Einlösung des Versprechens, sich mit konstruktiver Oppositionspolitik auch ordentlich inhaltlich auseinandersetzen zu wollen. Das Schicksal unseres letzten Haushaltsantrages im Haushalts- und Finanzausschuss ist ein schlagendes Beispiel dafür, wie verkehrt das läuft. Und Sie sollten nicht meinen, Sie können alles alleine regeln. Es gilt weiter, was ich schon in den vorigen Jahren sagte. Der Zustand in Umwelt und Natur ist traurig und Besserung lässt auf sich warten. Die Wälder sind in schlechtem Zustand, Arten sind bedroht, Habitate gehen verloren, der Druck auf die knappen Flächen ist ungebremst. Wir finden großflächige und weiter akkumulierte Schadstoffbelastungen durch Kohlekraftwerke, ebenso großflächige und weiter zunehmende Monokulturen in der industrialisierten Landwirtschaft mit Belastungen durch Intensivtierhaltung, Dünger und Pestizide, eine zusätzliche Überdüngung durch Stickoxide aus dem Verkehr. Wir erkennen die bisherigen Anstrengungen an. Wir haben den vorigen Einzelplänen zugestimmt in den letzten Jahren, aber das reicht nicht. Es gilt, was ich schon im letzten Jahr ausführte. Wir sehen in allen Bereichen immer nur ein Erkennen der Probleme, aber ein zu zaghaftes Angreifen. Wir vermissen ein wirklich stringentes Gesamtkonzept in Nordrhein-Westfalen. Und weiter, Klimaschutzplan, Forstgesetz, neues Jagdgesetz, viel Klein-Klein, insgesamt alles noch zu wenig und nicht wirklich Hand in Hand. Wird der Landesentwicklungsplan, wie von mir vor einem Jahr gefordert, zu einer kräftigen Hebelstange für Biodiversität, Flächenmanagement und nachhaltige Entwicklung? Oder lässt er die Türen sperrangelweit offen für Fracking, Tagebau und fossile Kraftwerke? In der Debatte hier zum Einzelplan 14 für Wirtschaft und Energie war ein Vertreter der Regierungsfraktion hier stolz auf das Zielabweichungsverfahren zur Legalisierung des Schwarzbaus Datteln 4 und warf der jetzigen Opposition, des CDU und FDP, der damaligen Regierung vor, sie hätten das ja nicht gebacken gekriegt. Wie weit sind wir denn mit dem Vertragsverletzungsverfahren wegen der Zustände im Vogelschutzgebiet Hellwegbörde, eingeleitet von der EU? Weiterhin muss eine rot-grüne Regierung sich zu Recht nachsagen lassen, so langsam und schlecht zu agieren, dass es sogar der Europäischen Kommission auffällt.
Herr Markert, der Kollege hier von den Grünen, machte eben schöne Worte zur strategischen Umweltpolitik, zu großen Herausforderungen, zur Kreislaufwirtschaft, zu Klimaschutz, zur Kraft-Wärme-Kopplung. Aber im Haushalt schlägt sich das nicht so richtig nieder, unserer Meinung nach. Wir sehen da keine oder nicht ausreichende strategische Ansagen zu Themen wie Suffizienz, zum konsequenten ökosozialen Umbau, statt diesem Weiter-so mit dem fortgesetzten bedingungslosen Primat einer degenerativen Wirtschaftsweise und stolz sein auf das Zielabweichungsverfahren zu Datteln 4. Und wir können nach 5 Jahren Rot-Grün kein besseres Zeugnis ausstellen als vor einem Jahr. Sie haben sich manchmal bemüht, ohne den Rahmen ihrer Möglichkeiten auszuschöpfen oder zu erweitern. Und wir ergänzen dieses Jahr, Sie haben weiterhin versäumt, konstruktive Vorschläge aus anderen Reihen als den Ihren wahrzunehmen. Sie haben es nicht vermocht, Ihre Scheuklappen abzulegen. Sie müssen aber endlich Ihre Scheuklappen ablegen, um Ihre Möglichkeiten auszubauen, auszunutzen und Fakten zu schaffen, die wirklich was verschlagen. Ich muss mich hier nochmal wiederholen. Ich wünsche uns, dass die nächsten Reden hier bereits im Laufe des folgenden Jahres von mehr Optimismus geprägt sein können und das Zeugnis am Ende der Legislatur besser ausfällt. Wir können uns ein Weiter-so nicht leisten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr